Hallo, heute soll's mal um den Fliegenpilz gehen. Aber in diesem Fall weniger um die Bestimmung, sondern eher um die Inhaltsstoffe, die Wirkung und die Zubereitung. So, dann wollen wir mal. Also, wir haben ja schon mal ein Video über den Fliegenpilz gemacht. Ja, das war ein bisschen allgemeiner noch. Und jetzt geht's halt mehr ins Detail. Ihr habt es euch ja auch gewünscht. Ja, also vorweg natürlich nochmal, wie auch beim letzten Mal, die Information, den Fliegenpilz zu konsumieren, ist risikoreich. Ja, also man muss wissen, auf was man sich da einlässt. Und man weiß es halt leider nicht so genau, weil, ja, dazu gleich mehr. Die Studienlage ist recht dünn. Also, es birgt ein Risiko. Im schlimmsten Fall ist das Risiko so doll überzudosieren, dass man stirbt. Ja, natürlich, der Fliegenpilz hat so wie alles eine letale Dosis. Und dementsprechend muss man da wirklich vorsichtig sein und sollte das nicht unterschätzen. Dementsprechend ist dieses Video jetzt hier auch kein Aufruf dazu, den Fliegenpilz zu konsumieren oder irgendwas dergleichen, sondern es dient einfach mehr der Aufklärung und das Wissen dazu, was wir so angesammelt haben, zu teilen. Und natürlich sind wir auch immer interessiert daran, von euch zu erfahren, was ihr vielleicht noch an Wissen ergänzen könnt. Ja, heute auch mit schönen Moderationskärtchen, weil dieses Video wird inhaltlich halt wirklich sehr, sehr viel beinhalten. Ja, also, der Fliegenpilz, ja. Wir haben sehr viele Studien jetzt dazu ausgewertet, eben so zum Thema, was enthält er, wie wirkt er, wie bereitet man den zu. Jetzt ist es schon mal so. Also es gibt kaum Studien, die mit Menschen gemacht worden sind, ja, so gut wie gar nichts. Und die meisten Studien, die es zum Fliegenpilz gibt, die wurden mit Tieren gemacht oder in vitro, ja, in kleinen Glasschälchen oder sowas. Dementsprechend sind die Studien natürlich nicht immer super aussagekräftig, ja, wenn die an Tieren gemacht worden sind, an Ratten oder so. Das heißt, es sind eher so Indizien, könnte man vielleicht sagen, aber nicht wirklich harte Fakten in dem Sinne, ja, dass man jetzt genau weiß, ja, so und so ist es auch bei Menschen. So ist es halt leider nicht, denn ja, Studien an Menschen kosten sehr, sehr, sehr viel Geld und in sowas wird halt leider nicht sehr viel Geld reingesteckt. Das ist einfach so. Dementsprechend, ja, wie gesagt, Studien also fast nur am Tier oder in vitro und auch keine Langzeitstudien, ja, das heißt, man hat da nicht wirklich erforscht, wie sind die Effekte über lange Zeit, wenn Leute das auch über längere Zeit immer mal wieder konsumieren, ob da irgendwelche Schäden entstehen können am Körper oder sonst was. Es gibt dazu keine Studien, ja, nur Erfahrungsberichte von Leuten. Ja, der Pilz wurde natürlich nichtsdestotrotz schon seit Hunderten von Jahren konsumiert, ja, zum Beispiel insbesondere in Sibirien, ja, da gibt's sehr viele Berichte eben, dass der Pilz da konsumiert wird, also schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist natürlich, ja, eine Sache, die ist eben so. Also, klar, ist halt ein Pilz, ne, gehört zu den Pilzen und deswegen sollte man ihn nicht ignorieren, ne, sondern mal gucken, was es eigentlich mit ihm auf sich hat. Ja, dementsprechend gibt es natürlich auch eine volksheilkundliche Anwendung, ja. Also, wenn er schon so lange, viele hunderte Jahre konsumiert wird, hat man natürlich auch schon Einsatzgebiete so traditionell gefunden, wo man den einsetzt, aber auch hier sei wieder gesagt, insbesondere bei der volksheilkundlichen Anwendung, dass es da keine Studien gibt, die das irgendwie belegen. Ja, also das basiert halt wirklich nur auf Erfahrungswerten. Und da haben wir eben zum Beispiel die Anwendung äußerlich bei Rheuma und Gelenkschmerzen, ja, zur Wundbehandlung, bei Epilepsie und Lähmungen, zur Behandlung von Durchfällen und natürlich auch zur Beruhigung. Und zu guter Letzt, last but not least, natürlich auch für bewusstseinserweiternde Reisen, ja. Also auch das ist ja was, was viele wollen. Gerade zum Beispiel auch die Leute in Sibirien, ja. Da geht's schon darum, sein Bewusstsein zu erweitern und eben eine schöne Reise zu unternehmen, die nicht immer schön sein muss. Das ist ja natürlich auch dazu gesagt. Ja, dann geht's jetzt gleich weiter mit den Inhaltsstoffen. Der erste Inhaltsstoff, den wir jetzt mal ein bisschen beleuchten, ist Muscarin. Na, also Muscarin. Amanita muscaria heißt der Pilz ja auch auf Lateinisch. Und der heißt so, weil man bei den allerersten Untersuchungen, die man mal gemacht hat,
Muskarin da drin entdeckt hat und gedacht hat, jetzt haben wir den Giftstoff gefunden. Also dieser Pilz hat Muskarin und deswegen löst Muskarin die Vergiftungssymptome aus. Mittlerweile weiß man, ganz andere Stoffe in diesem Pilz sind dafür zuständig. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich Muskarin enthalten. Allerdings macht Muskarin nur 0,0002% der Frischmasse aus. Also es sind wirklich nur Spuren von Muskarin enthalten im Fliegenpilz. Und dementsprechend ist Muskarin jetzt nicht so die große Gefahr dabei. Ja? Also es gibt andere Pilze, die enthalten 200% mal mehr Muskarin und noch mehr. Ja? Also die enthalten wirklich viel. Ja, verschiedene Risspilze gibt's da oder Trichterlinge. Also da gibt's alles mögliche Schöne, was so richtig ordentlich Muskarin enthält. Und das ist dann natürlich auch ziemlich gefährlich. Ja, eine Muskarinvergiftung, wenn die stark genug ist, ist dann auch tödlich. Klar, auch eine Fliegenpilzvergiftung kann natürlich tödlich enden. Aber Muskarin ist da in Sachen Tödlichkeitspotenzial schon um einiges stärker. Aber ja. Wie gesagt, es ist wirklich nur in verschwindend geringer Menge enthalten im Fliegenpilz und deswegen spielt das erstmal keine so eine große Rolle und ist auch keine große Gefahr, wenn man den Pilz konsumiert. So, unsere nächste Substanz, die im Fliegenpilz enthalten ist, ist die Ibotensäure. Ja, das wäre jetzt auch in dem Fall sozusagen die Problemsubstanz, die wir da haben, denn die Ibotensäure, die ist neurotoxisch, ja. Aber die ist da nun mal drin. Die hat wahrscheinlich auch noch weitere Wirkungen, ist aber in der Richtung auch noch nicht viel erforscht. Also man weiß, es ist ein NMDA- und Glutamat-Agonist. Ja, das heißt, an diesen Rezeptoren wirkt es aktivierend. Und das sorgt dafür, dass größere Mengen Calcium in die Zellen strömen können. Und das macht dann die neurotoxische Wirkung aus. Dementsprechend ist es bei der Zubereitung natürlich sehr wichtig, dass man versucht, den Gehalt an Ibotensäure zu minimieren oder im besten Fall natürlich zu beseitigen, aber das ist kaum machbar. Ja, wie kann man denn den Gehalt minimieren? Ibotensäure muss dekarboxyliert werden, ja, in den anderen Stoff, Muskimol, um den geht's gleich. Und dann, ja, haben wir weniger Ibotensäure da drin und das ist ganz gut. Der Körper kann aber auch Ibotensäure dekarboxylieren, ja, nämlich in der Leber, im Magen und im Gehirn. Also auch der kann da ein bisschen mithelfen, aber auch nur ein bisschen. Ja, irgendwann ist halt zu viel und dann wird es halt neurotoxisch, ja, von Seiten der Ibotensäure. Wenn der Körper die auch nicht mehr dekarboxylieren kann, wenn man eben zu viel davon zu sich genommen hat. Ja, also es ist neurotoxisch, so viel weiß man. Aber bisher von Konsumenten, also von Erfahrungsberichten, wie gesagt, es gibt keine Langzeitstudien oder so, sondern man kann da jetzt wirklich nur auf Erfahrungsberichte von Konsumenten zurückgreifen. Da gibt es zumindest keine bekannten Langzeitschäden. Ja, also dass jetzt Leute irgendwie sagen, ja, seitdem habe ich jetzt ständig Kopfschmerzen oder irgendwas. Da ist nichts bekannt. Tja, und warum sollte man jetzt überhaupt irgendwas nehmen, wo man eventuell einen Stoff drin hat, der neurotoxisch sein kann? Das ist ja wiederum auch die Frage. Da wäre natürlich die Gegenfrage. Es gibt eine Substanz, die konsumieren sehr viele Leute, ja, weltweit fast. Die ist auch neurotoxisch, die ist aber zusätzlich auch noch hepatotoxisch, also geht auf die Leber. Die sorgt dafür, dass der Hippocampus schrumpft. Das ist eine der Hauptursachen für Übergewicht, verursacht Bluthochdruck und vieles mehr. Ja, und was ist es? Ethanol, also Alkohol. Ja, klar, konsumieren ganz viele. Also auch das ist im Grunde genommen neurotoxisch. Und dann, ja, in diesem Sinne wäre natürlich die Frage, ne, wer frei von Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also, wie gesagt, die Ibotensäure ist ein Problem, weil sie neurotoxisch ist. Aber es gibt schon Möglichkeiten, den Gehalt an Ibotensäure zu verringern. Ja, dann geht's jetzt weiter gleich mit dem nächsten Stoff. Der nächste Inhaltsstoff ist Muskimol. Und Muskimol ist der Stoff, auf den man es eigentlich auch absieht, wenn man es auf die Heilwirkung oder auch die Rauschwirkung, die Übergänge sind da nämlich fließend, absieht. Ja, Muskimol. Also ist erstmal so im frischen Zustand, ja, im rohen Zustand, ist es
nur in relativ geringen Mengen im Fliegenpilz vorhanden. Es ist schon drin, aber erstmal noch recht gering. Das meiste an Muscimol entsteht nämlich erst, nämlich bei der Dekarboxylierung. Ja, wenn man nämlich die Ibutensäure, die eben angesprochene, die neurotoxische, eben umwandelt in Muscimol. Ja, wie das geht, dazu später nochmal mehr. Also Muscimol ist ein Agonist der GABA-A-Rezeptoren im Gehirn. Ja, so viel erstmal dazu. Also, das ist ein Agonist der GABA-A-Rezeptoren. Ja, was hat man jetzt da an Studien dazu? Was macht es denn dort? Also, es gibt Studien zu Muscimol, ja, allerdings mit Ratten. Also, das sei jetzt auch wieder dazu gesagt, das, was jetzt kommt, ist mit Ratten gemacht worden. Man hat Ratten Muscimol gegeben und sie dann ihr Gehirn gescannt, ja, im EEG nennt sich das. Und was hat man gemerkt? Die Hirnwellen, ja, also da haben wir so schöne Wellen, so Alpha-Wellen, Beta-Wellen, Delta-Wellen und vieles mehr. Diese Wellen im Gehirn unter dem Einfluss von Muscimol, die synchronisieren sich, ja, die haben eine Synchronisation. Das bedeutet so viel wie, die Ratten beruhigen sich, ja, es ist schlaffördernd. Also es ist eine beruhigende, entspannende Situation, tritt ein. Recht spannend zum Beispiel Psilocybin, ja, der Wirkstoff von anderen Zauberpilzen, sorgt für eine Desynchronisation. Ja, das heißt, es ist mehr aufregend, macht dann auch mehr wach und so, ja, emotional mehr intensiv und so. Also die Psilocybin-Pilze stehen, was das angeht, dann sozusagen auf der anderen Seite. Die sorgen eher für die Desynchronisation, aber eben hier das Muscimol vom Fliegenpilz sorgt für eine Synchronisation. Dann hat sich im EEG eine Intensivierung gezeigt vom Non-REM- und REM-Schlaf. Ja? Das heißt also, der Schlaf ist länger und tiefer, ja, von den Versuchstieren. Also auch in der Hinsicht hat man da eben eine Wirkung festgestellt vom Muscimol, ja, eine schlaffördernde, schlafintensivierende Wirkung. Und dann hat man auch nochmal die Frequenzen der Hirnwellen untersucht und die auch verstärken sich, ja, also die im Bereich von 0,5 bis 25 Hertz haben wir verstärkte Hirnwellen, das heißt Alpha-Wellen, Delta-Wellen, Beta-Wellen und Theta-Wellen sind alle verstärkt, intensiviert. Ja, ganz spannend auf jeden Fall. Man hat das auch mit einem Benzodiazepin verglichen in einer Studie. Ja, und dieses Benzodiazepin, also es ist ein Medikament, was da benutzt wurde, hat den REM-Schlaf nicht verstärkt, sondern vermindert. Ja, also im Gegensatz zum Fliegenpilz, der sowohl den Non-REM als auch den REM-Schlaf verstärkt und intensiviert hat, hat das Benzodiazepin den REM-Schlaf sogar vermindert. Dementsprechend, man hört oft, die beiden haben Fliegenpilze und ist sowas wie ein natürliches Benzo. Ja, wenn man jetzt nach der Studie geht, nicht ganz. Ja, durch diese Wirkung sorgt Muscimol eben also für einen tieferen, erholsameren Schlaf, zumindest bei Versuchstieren. Dann gibt's auch eine ganz neue Studie jetzt aus 2019. Ja, da hat man das mal eingesetzt und geschaut, auch bei Tieren wieder in Sachen neuroprotektiver Wirkung, ja, und geschaut Parkinson. Ja, weil es ist auch eine volksheilkundliche Anwendung Parkinson. Und es hat sich dort auch gezeigt, dass es auch möglicherweise eine neuroprotektive Wirkung hat, eben gegen neurodegenerative Erkrankungen wie zum Beispiel Parkinson. Aber wie gesagt, auch das ist bisher nur eine kleine Studie mit Tieren. Es gibt auch eine Studie, da hat man mal geschaut, Vorbeugung von Alzheimer bei Ratten. Auch das hatte ganz gute Ergebnisse erzielt. Ja. Auch ganz spannend, eine andere Studie, auch wieder bei Ratten. Da hat man alkoholabhängige Ratten genommen. Ja, also ja, die haben eine Sucht gehabt und wurden dann in den Entzug geschickt.
Und ja, Alkoholentzug kann einen ziemlich übel mitnehmen, ja, als Abhängiger. Das ist auf jeden Fall kein Spaß, sondern ziemlich heftig. Und man hat gesehen, bei den Ratten sind die negativen Symptome vom Alkoholentzug vermindert worden durch die Gaben von Muscimol. Also es hat sie beim Alkoholentzug unterstützt, dass der Entzug nicht ganz so schlimm wird. Ja, dann hat man noch eine entzündungshemmende Wirkung bei Mäusen gezeigt und nochmal in einer anderen Studie auch wieder bei Ratten eine Wirkung gezeigt, dass Muscimol angstlösend und beruhigend gewirkt hat und wird dort auch mit dem Medikament Diazepam sogar verglichen in der Studie, dass es also eine ähnliche Wirkung hat. Ja, also wie man sehen kann, es gibt auf jeden Fall Studien zu Muscimol, leider alles bisher nur an Tieren, ja, nichts am Menschen. Aber es sieht sehr vielversprechend aus, dass wir es da wirklich mit einer hochgradig spannenden Substanz zu tun haben, die möglicherweise eben dafür sorgen kann, dass der Schlaf tiefer und entspannter wird und ein Beruhigungsmittel ist und angstlösend ist und entzündungshemmend ist und neuroprotektiv ist. Also, ja, wie gesagt, man muss das noch mehr erforschen, ne? Aber es sieht ziemlich gut aus, soweit. Ja, das waren jetzt erstmal so die Hauptinhaltsstoffe, also insbesondere Ibotensäure und Muscimol, die beim Konsum von Fliegenpilzen auf jeden Fall mit die größte Rolle spielen. Und der Fliegenpilz enthält natürlich noch viele weitere Stoffe, noch sehr, sehr viele andere, ja, ist dahingehend vielleicht auch immer noch nicht perfekt erforscht. Aber ein paar gibt's natürlich schon noch, ja, hier mal eine kleine Auswahl noch. Beispielsweise wurden auch schon Spuren von Bufotenin gefunden im Fliegenpilz, ja, auch sehr spannend. Ist ja auch ein Tryptamin, also auch in gewisser Weise psychoaktiv. Aber ist nur sehr, sehr wenig, also spielt eigentlich jetzt nicht so eine große Rolle in der Wirkung. Dann enthält der Fliegenpilz recht viel wiederum Mannitol. Ja, da vermutet man laut einer Studie, dass das dafür sorgt, dass die Wirkstoffe vom Fliegenpilz die Blut-Hirn-Schranke gut passieren können. Dass also Mannitol dafür sorgt. Wird zum Beispiel auch verwendet in Kaugummis, spannenderweise. Ja. Ja, dann haben wir noch einen Stoff, der hat einen recht langen Namen. Fucomannogalactan. Ne? Und andere Glucane sorgen wahrscheinlich dafür, dass er entzündungshemmend und schmerzlindernd ist. Ja? Also auch das ist natürlich ganz interessant. Würde er dann, wenn sich das wirklich so bestätigt, auf lange Zeit auch dann wieder die Anwendung bestätigen, die traditionelle, dass man eben auch Einreibungen benutzt bei Gelenkschmerzen und sowas, ja. Und was wir dann auch noch drin haben im Fliegenpilz, ist Acetylcholin. Ja, das ist ein sehr wichtiger Neurotransmitter fürs Gehirn. Sorgt zum Beispiel dafür, dass wir konzentrationsfähig sein können und gut lernen, Sachen lernen können, ja, und uns die merken können. Also auch Acetylcholin ist in ganz guter Menge im Fliegenpilz enthalten. So, jetzt kommen wir mal zur Wirkung vom Fliegenpilz. Und bei der Wirkung, da haben wir jetzt erstmal wieder noch eines der großen Probleme, ja, und Gefahren, die wir dabei haben. Denn die Wirkung ist ja logischerweise dosisabhängig, aber die Dosis, die ist halt so eine Sache. Denn der Fliegenpilz ist ja kein im Labor hergestelltes Medikament, wo man genau weiß, wie viele Milligramm, ja, oder Mikrogramm von welcher Substanz da drin sind. Nein, der Fliegenpilz ist ein in der Natur, im Wald gewachsenes Wesen, ein Pilz mit schwankenden Wirkstoffen, ja, stark schwankende Wirkstoffe. Das heißt also, über die Dosierung kann man da grundsätzlich keine festen Aussagen treffen, leider. Aber mehr dazu dann nochmal später. Also die Wirkung ist, wenn man ihn niedrig dosiert hat, sozusagen, ja, und eher auf die Heilwirkung absieht als auf die Rauschwirkung und hat vielleicht eine ähnliche Wirkung wie bei Alkoholgenuss, ja, wenn man Alkohol getrunken hat, vor allen Dingen auch am Anfang, aber
Es kann dann auch schon einhergehen, wenn man doch höher dosiert hat, mit Schwindel, ja, dass einem schwindelig wird. Erbrechen passiert auch sehr häufig. Also auch da muss man doch vorbereitet sein, dass man sich übergeben muss. Es kann zu Koordinationsschwierigkeiten führen. Ja, auch in der Hinsicht ist es natürlich erstmal ähnlich wie bei Alkohol. Auch da haben wir natürlich je nach Dosierung Schwindel, Erbrechen, Koordinationsschwierigkeiten. Ja, kann natürlich aber dann auch eine Euphorie auslösen, ja, oder eine Dysphorie. Also da ist auch beides möglich. Grundsätzlich kann dann aber auch schon so langsam in eine eher entspannende Wirkung übergehen. Also, dass man sich einfach entspannt fühlt, ja, dass man eine Schmerzlinderung empfindet. Es ist wärmend auch für den Körper, ja, es wird einem wärmer, was natürlich im Umkehrschluss auch wieder heißen kann, dass einem so warm werden kann, dass man anfängt zu schwitzen. Ja, der Speichelfluss kann erhöht werden. Und wir haben dann, wenn wir jetzt höher dosieren, auch noch als Wirkung möglicherweise eine veränderte räumliche und zeitliche Wahrnehmung. Ja, also vor allen Dingen räumlich heißt es vor allen Dingen, dass man sich sehr groß oder sehr klein fühlt, also so ein bisschen wie bei Alice in Wonderland eben, ja, also diese Geschichte ist wahrscheinlich auch nicht so irgendwie entstanden, dass da Pilze stehen und das hoch und runter geht in Sachen räumlicher Wahrnehmung und Veränderung. Naja, kann man nur spekulieren. Ja, die zeitliche Wahrnehmung kann natürlich auch beeinflusst werden. Also, das sind erstmal alles so Sachen, die man ja in der Startphase so spürt, wenn die Wirkung eben einsetzt, ja, also eben alkoholähnliche Wirkungen, sowohl die positiven als auch die negativen, wie gesagt, ja, also eben die Euphorie, die Entspannung, aber auch Schwindel, Erbrechen, Koordinationsschwierigkeiten, sowas, ja, Raum- und Zeitveränderungen sind möglich, schmerzlindernd kann sein, wärmend, erhöhter Speichelfluss und Schwitzen. Dann haben wir die Hauptwirkung, ja, also das, wo es dann eigentlich zu hinführt, ist, dass man dann sehr, sehr müde wird irgendwann und dementsprechend sollte man natürlich auch darauf vorbereitet sein. Also man wird dann irgendwann sehr, sehr müde und fällt in einen tiefen, langen Schlaf. Ja, und dieser tiefe, lange Schlaf, der ist nicht nur sehr tief und sehr lang, sondern der kann eben höchst intensive Träume haben. Also Träume, die sich sehr realistisch anfühlen, aber auch Träume, die, ja, wo man comicartig alles sieht oder also visuell sehr interessant sind. Vielleicht Träume, in denen man sogar Gerüche wahrnehmen kann, in denen man verschiedene Klänge hört, in denen alles sehr, sehr, sehr intensiv werden kann. Also Flugträume, ja, sind auch möglich, Klarträume, alles Mögliche. Intensiv heißt aber natürlich nicht unbedingt gut. Ne? Auch das sei natürlich dazu gesagt. Also nur weil ein Traum sehr, sehr intensiv wird, sehr, sehr realistisch wird und man den Traum nie in Frage stellen würde, dass es nur ein Traum ist, sondern denkt, das ist jetzt gerade die Realität, in der ich bin. Das kann natürlich auch sehr negativ enden, sowas. Also es ist sowohl, es hat Potenzial gut zu sein, aber auch schlecht zu sein und man kann es nicht beeinflussen. Also da, wenn ihr es auf so eine starke Rauschwirkung vor allen Dingen abzielt und über diese schlaffördernde Wirkung hinausgehen wollt und mehr eben in diese intensiven Träume gehen wollt, dann solltet ihr darauf gefasst sein, dass sich da durchaus Tore öffnen können in Bewusstseinswelten, die ihr vielleicht euch sehr freut, dass ihr sie geöffnet habt und gerne dort hineinspaziert, aber es können sich auch durchaus Tore öffnen, die dann doch eher finster und übel sind, ne? Also, das kommt dann ganz darauf an. Ja, die Wirkdauer ist natürlich auch dosisabhängig. Auch wieder, ja. Und wie gesagt, die Dosis kann man so genau in Gramm nicht einfach angeben. Also, wir haben eine Hauptwirkung, ja, die geht so ungefähr 8-12 Stunden. Das ist dann auch so die Zeit, die man dann oft schläft, ja. Also, nach dem Konsum, so, das haut so in etwa hin. Aber bei einer sehr starken Dosierung, bei einer starken Wirkung kann das dann noch bis zu 24 Stunden spürbar sein. Ja, und dann haben wir natürlich die Gefahr der Überdosis.
Ja, denn das Ganze, was hier ausgelöst wird, nennt sich im Übrigen Panterina-Syndrom. Ja, so bezeichnet man dieses Vergiftungssyndrom, Panterina-Syndrom. Und das kann im schlimmsten Fall zum Koma führen und dann natürlich auch zum Tod. Also, dass der Schlaf dann doch ein bisschen zu tief ist. Nur ist es so, dass beim Fliegenpilz, es ist sehr umstritten, es gibt eigentlich nicht wirklich bekannte Todesfälle, so richtig davon, von Fliegenpilzvergiftungen. Ja. Also bisher sind die Leute damit anscheinend tendenziell schon vorsichtig genug umgegangen, dass es da keine Todesfälle gibt. Aber beim Pantherpilz hingegen, da haben wir das schon. Also da gibt es auch Todesfälle eben ausgelöst durch beispielsweise ja, das Koma und so. Der Pantherpilz enthält nämlich ja auch die gleichen Wirkstoffe wie der Fliegenpilz, nur in wesentlich höherer Konzentration. Also der ist viel, viel stärker und deswegen sei von dem auf jeden Fall abzuraten, damit zu experimentieren. Es gibt Leute, die machen auch das, klar, aber es birgt eine wesentlich höhere Gefahr. Also, weil die Wirkstoffe auch beim Pantherpilz natürlich schwanken, ja, und dementsprechend ist der in der Hinsicht auf jeden Fall weniger zu empfehlen, definitiv. Ja, also das sind erstmal so die Wirkungen, wie gesagt, die Dosierung, dazu später nochmal mehr, so genau kann man das nicht sagen, es gibt so Anhaltspunkte, Erfahrungswerte von anderen Konsumenten, ja, wie auch diese ganzen Wirkungen im Übrigen, die basieren auch natürlich auf Erfahrungswerten von anderen Konsumenten, was die so erfahren haben, ja, das Internet ist voll davon, man kann Bücher dazu kaufen, alles mögliche. Man kann natürlich auch auf Aussagen von sibirischen Schamanen zurückgreifen. Also diese Wirkungen basieren eben viel auf das, was Leuten eben so widerfahren ist, nachdem sie den Fliegenpilz konsumiert haben. Ja, jetzt geht's gleich weiter mit Set und Setting. Ja, das war's zur Wirkung. Also wie man sieht, die Übergänge von Heilwirkung zu Rauschwirkung können da wirklich fließend sein, sind sehr dosisabhängig und die Dosis, die ist eben sehr, sehr schwer hinzubekommen. Tja, so ist es halt. Dann kommen wir jetzt mal zum Set und zum Setting. Das heißt, in was für einer Verfassung solltet ihr denn in dem Moment selber sein und an welchem Ort konsumiert ihr das am besten, um natürliche Risiken und Gefahren zu vermindern. Also, gerade natürlich für Anfänger sei zu empfehlen, das nicht draußen zu machen, ja, sondern zu Hause zu machen, weil wir haben ja schon gehört, ja, diese schlafintensivierende Wirkung, die ist auf jeden Fall ein großer, großer Faktor und oft ja eigentlich auch das Ziel. Das heißt, man sollte es an einem Ort machen, wo man gut schlafen kann und das ist natürlich am besten erstmal zu Hause. Dann solltet ihr das natürlich auch nicht alleine machen, ja, gerade die ersten Male nicht, sondern eine Person dabei haben, die im Idealfall auch nüchtern ist und ein bisschen auf euch aufpassen kann. Ja, dass ihr erstmal so guckt, wie sich das entwickelt, ob euch das überhaupt gefällt. Dann natürlich ganz klar, also kein Auto fahren. Ja, sollte eigentlich logisch sein, wenn diese Wirkung einsetzen, dass man da nicht hinterm Steuer sitzen sollte. Ja, und auch das eigentlich nicht will. Ja, dann was zur Diät. Ja, also da dieser Pilz definitiv Übelkeit auslösen kann, vor allen Dingen eben in den höheren Dosierungen, also unserer Erfahrung nach in den niedrigeren, dazu später nochmal mehr, tut das eher nicht. In den hohen auf jeden Fall, da kann man ihn noch so gut präparieren. Die Übelkeit ist auf jeden Fall ein Faktor. Um das Ganze ein bisschen zu vermindern, empfiehlt es sich an dem Tag, wo man den Fliegenpilz eben konsumieren will, nur leichte Kost zu sich zu nehmen oder im Idealfall zu fasten. Ja? Also eine ganz schlechte Idee ist es, wenn ihr den abends nehmen wollt, vorher irgendwie nochmal Burger zu essen oder sonst was und Pommes und so. Also das ist auf jeden Fall eher so das One-Way-Ticket zum Klo. Ja, also da auf jeden Fall drauf Acht geben, am besten vegetarisch, vegan, nur sehr wenig oder gar nichts an dem Tag vorher essen, dass der Magen schon mal vorbereitet ist und es da nicht allzu viele Probleme geben kann. Dennoch solltet ihr dann natürlich auch was bereitstellen, ja, einen Eimer, einen Kotzeimer, also insbesondere, wenn ihr es auf die Rauschwirkung abzielt,
weil es kann natürlich trotzdem passieren. Und auch ordentlich zu trinken da haben, stilles Wasser, ja, Wasser ist immer wichtig. Also sollte man haben, am besten ohne Kohlensäure, weil es eben auch leichter bekömmlich ist für den Magen. Dann solltet ihr natürlich auch den nächsten Tag euch unbedingt frei nehmen. Ja, und das jetzt nicht vor einem Tag machen, wo am nächsten Tag irgendwas Wichtiges ansteht, weil ja, die Wirkung kann bis zu 24 Stunden andauern. Also vielleicht nicht mehr so stark dann, aber noch spürbar. Und ja, da will man nicht unbedingt dann irgendwas Wichtiges machen müssen, ne? Ja, dann sei natürlich noch gesagt, ihr müsst auch selber recherchieren, wenn ihr den konsumieren wollt, und solltet euch nicht einfach nur auf irgendein YouTube-Video berufen, was ihr gesehen habt, denn auch da ist natürlich alles ohne Gewähr und gerade bei sowas Unerforschten wie dem Fliegenpilz, die Risiken sind groß, das heißt, ihr müsst euch selber sehr umfassend schlau machen und solltet euch nicht nur auf so einen Typen reden, der berufen, der irgendwo im Birkenwald steht und redet. Ja, dann sei natürlich noch gesagt, klein anfangen, also ist auch wichtig, ne? So, wenn ihr so guckt, die Erfahrungswerte, was andere so genommen haben, wie viele Mengen davon, dann doch eher die kleinsten zu nehmen oder noch weniger. Ja, das ist auch ganz wichtig. Nicht gleich voll durchstarten. Ja, definitiv nicht zu empfehlen. Und noch eine Sache, die auch sehr, sehr wichtig ist, kein Mischkonsum. Also wenn ihr den Fliegenpilz konsumiert, solltet ihr keine anderen psychoaktiven Sachen erstmal dazu probieren, weil das, der Fliegenpilz an und für sich ist schon absolut unerforscht immer noch, ja. Und das dann noch zu kombinieren mit irgendwas anderem, das kann ziemlich fatal enden, weil man da halt überhaupt nichts weiß in der Richtung, ja. Und das machen auch die Schamanen in Sibirien nicht oder so. Das heißt, auch insbesondere von Alkohol ist da abzuraten, ja, das irgendwie mit Alkohol zu kombinieren, weil der wirkt nämlich teilweise auch auf die gleichen Rezeptoren wie der Fliegenpilz. Also, ja, und ist auch überhaupt nicht gut für den Magen und so. Also, auch da geht oft viel schief, wenn Leute das mit Alkohol kombinieren. Deswegen nicht dazu Bier trinken oder irgendwas anderes, sondern wenn, dann wirklich nur den Fliegenpilz nehmen, um einfach Risiken und Gefahren zu vermindern. Ja, und ihr selber solltet natürlich auch in einem Zustand sein an dem Tag schon, wo ihr es nehmt, ja, dass ihr euch auch bereit fühlt und es nicht nur machen, weil ihr denkt, es muss jetzt endlich passieren oder so oder euch da irgendwie so reinreden lässt, sondern das ist halt was, was man macht, wenn man es machen will und wenn man sich danach fühlt und bereit dazu ist, so eine Reise anzutreten. Ja, ansonsten kann auch das natürlich wieder fatale Folgen haben. So, jetzt haben wir uns mal auf den Weg in die Küche begeben, denn jetzt soll es mal um die Zubereitung gehen. Es gibt glücklicherweise ein paar Studien zumindest, die sich mit dem Thema Zubereitung beschäftigt haben und den Fliegenpilz während der Zubereitung darauf untersucht haben, wie sich das mit der Ibotensäure und dem Muscimol denn so verhält. Denn, wie wir ja gelernt haben, wir wollen die Ibotensäure dekarboxylieren zu Muscimol. So, und da stellt sich jetzt die Frage, wie machen wir das? Also in den Studien und auch Patenten, die es da so gibt, wurden verschiedene Methoden getestet, ja, mit mehr oder weniger Erfolg. Jetzt ist es so, dass die meisten der Methoden, die versucht worden sind, kann man zu Hause nicht einfach so nachmachen. Ja, zum Beispiel bei einer braucht man einen Inkubator. Ja, oder bei einer anderen braucht man ein bestimmtes Enzym, was man nur im chemischen Fachhandel kaufen kann. Also das ist alles nicht so leicht, so einfach nachzumachen, die Studien, zumindest so 1:1. Dementsprechend haben wir für uns eine Rezeptur entwickelt, die auf diesen Studien basiert, aber natürlich nicht so genau, wie wir sie machen, in den Studien getestet worden ist. Aber sie basiert auf den Ergebnissen verschiedener Studien. Das heißt also, dass unsere Rezeptur, wir machen die so für uns, aber sie stellt jetzt nicht den Anspruch an sich, dass sie die beste und perfekteste ist und unbedingt die richtige, sondern das ist eben die, die wir für uns ja, auserkoren haben und die für uns auch funktioniert,
Aber das heißt natürlich nicht, dass es deswegen jetzt keine Gefahren mehr bei der Sache gibt. Also ihr müsst natürlich dennoch vorsichtig sein und aufpassen. Ja, also grundsätzlich ist es erstmal so. Wenn wir jetzt die Fliegenpilze geerntet haben, ja, Schritt 1 ist, man sollte sie niemals roh essen. Denn im rohen Zustand ist der Gehalt an Ibotensäure am höchsten und der von Muscimol am niedrigsten. Ja, und eine Vergiftung, vor allen Dingen eine negative Vergiftung, wie man sie auf keinen Fall haben will, die kriegt man dann sehr, sehr schnell, ja, wenn man rohe Fliegenpilze isst. Also ist auf jeden Fall von abzuraten. Das heißt, Schritt 1 ist, sie erstmal zu trocknen. Ja. Und beim Trocknen beginnt schon die Dekarboxylierung von Ibotensäure zu Muscimol. Allerdings, und das ist auch oft, was fälschlicherweise angenommen wird, dass es schon reicht, die zu trocknen. Und dann hat man alles schon getan, was man tun sollte. Aber laut Studien wandelt man da gar nicht alles um an Ibotensäure. Also wenn man die so bei 70 bis 80 Grad trocknet, ja, wandelt man circa, ja, in etwa 30% um der Ibotensäure, die da drin sind, in Muscimol. Das heißt, ja, es ist erstmal nur ein kleiner Teil und es sind noch mehr Schritte erforderlich. Ja, wie trocknet man die am besten bei 70 bis 80 Grad? Also, manche machen das im Ofen, ja, mit mehr oder weniger Erfolg. Im Ofen fehlt oft die Luftzirkulation und es kommt dann der Effekt, dass Flüssigkeit aus den Pilzen austritt, ja, und das so verkocht alles und matschig wird. Also das wäre ein Effekt, den man eigentlich nicht will. Und es kann auch relativ schnell gehen, dass sie verbrennen im Ofen. Also auch da gibt es oft Fälle in der Richtung. Das heißt, im Ofen passiert nur, also dass es da gut funktioniert, eher in seltenen Fällen. Kommt ganz auf den Ofen auch drauf an, wie gut er belüftet ist und sowas alles. Am besten ist ein Dehydriergerät, ein Dörrgerät, ja, was man eben so auf 70 bis 80 Grad stellen kann. Und dann lässt man die eben trocknen, bis die so richtig crispy sind, so wie Chips, so wie Kartoffelchips müssen die sein. Und dann hat man den ersten Schritt geschafft und hat, wenn es gut gelaufen ist, ungefähr, zumindest laut Studien, 30% der Ibotensäure umgewandelt. Ja, und jetzt geht's weiter. Im Internet liest man dann oft, jetzt muss man die noch 3 Monate lang lagern und dann hat man es geschafft. Tja, die Studien zeigen aber, dass Lagerungen den Ibuten- und Muscimolsäuregehalt eigentlich gar nicht beeinflussen. Also das ist so ein Mythos, der eben immer noch umherschwirrt, dass es irgendwie ausreicht, die irgendwie lange zu lagern und dann wandelt sich das irgendwie von alleine um. Die Dekarboxylierung funktioniert so leider nicht, dass es einfach durchs Lagern von alleine passiert. Da muss man dann schon mehr machen. Ja, nach dem Trocknen haben wir dann eben die Methode für uns auserkoren, Tee daraus zu kochen, aus den getrockneten Fliegenpilzen. Und wie gesagt, das ist einfach nur mal gezeigt, wie wir das machen, basierend auf den Studien. Ja, wenn ihr noch mehr dazu auch wisst, wie man es noch mehr optimieren kann, die Zubereitung, sind wir da auf jeden Fall interessiert, wenn ihr das auch unter das Video schreibt. Und ja, also, wir haben jetzt die getrockneten Hüte, ja, die bei 70 bis 80 Grad getrocknet worden sind. Und jetzt stellen wir uns mal so langsam dem Dosierungsproblem ein bisschen. Ja, denn die Dosis kann ja sehr schwanken von Hut zu Hut. Ja, bei gleicher Größe kann einer sehr stark und einer sehr schwach sein. Also man hat da überhaupt keine Garantie für irgendwas. Deswegen ist unser erster Schritt, den wir jetzt machen wollen, dann erstmal eine Ansammlung von Hüten zu nehmen, ja, die man halt gesammelt und getrocknet hat, und die zu pulverisieren. Das kann man im Mörser machen, das kann man natürlich auch mit einem sehr scharfen Messer versuchen fein zu hacken. Oder man nimmt eine Mühle oder einen Mixer, also was man halt so da hat, um diese ganzen verschiedenen Fliegenpilze, die Hüte, zu pulverisieren.
Es hat den Sinn, dass wir eine homogene Masse haben, die dann eine relativ gleiche Potenz hat. Und mit der können wir dann ganz klein anfangen und gucken, wie wirkt diese ganz kleine Menge. Ja, und erzielt die den erwünschten Effekt oder noch nicht? Das heißt, da muss man beim nächsten Mal mehr von diesem Pulver nehmen. Ja, also man tastet sich da wirklich von ganz, ganz wenig langsam hoch. Und deswegen nimmt man gleich mehrere. Das ist natürlich jetzt nicht die Menge für eine, ja, für einmal Tee trinken, sondern für mehrere Male. Ja, also kommt darauf an, wie viel man vorhat, davon zu probieren über die Zeit hin. Dementsprechend muss man dann eben Hüte nehmen. Ja, dieses Pulver, davon wiegen wir dann eine bestimmte Menge mit einer Feinwaage ab. Ja, also wir stützen unsere Dosierung auf die Webseite AeroWit, das werden wir auch verlinken. Und die wiederum haben so ein paar Dosierungshinweise, ja. Und die basieren das auf Erfahrungsberichten von anderen Leuten, die eben auch schon Fliegenpilze zubereitet haben und sagen da ungefähr, wie viel Gramm eher eine leichte und wie viel eher eine mittlere und wie viel eher eine starke Dosierung sind. Aber auch die natürlich haben den Hinweis, die Potenz kann sehr variabel sein. Das heißt, man sollte wirklich klein anfangen. Wir machen für uns das so, dass wir jetzt pro Person dann zum Beispiel 1 Gramm Pulver nehmen. Aber das ist, wie gesagt, unsere Entscheidung. Das ist keine Dosierungsempfehlung für euch. Ihr müsst euch da selber informieren und eventuell auch mit einem Arzt absprechen, wenn ihr da jemanden habt, der sich damit auskennt. Weil, ja, es ist eben risikoreich. Ja, so, dann haben wir also 1 Gramm Pulver pro Person in unserem Fall abgewogen. Und das tun wir dann, das Pulver, in den Topf mit einer kleinen Menge Wasser, ja, nicht zu viel, und lassen das dann für mindestens 20 Minuten oder so bis zu einer halben Stunde auf einer Temperatur kochen, wo es so ein bisschen blubbert. Ja, also nicht auf volle Kanne, da kocht es dann wie verrückt, aber so, dass es immer noch ein bisschen Bläschenbildung gibt, also schon relativ heiß, denn auch dieser Mythos schwirrt im Internet umher, dass man, wenn man das kocht, die Pilze, dass dann alles verloren geht, alle Wirkstoffe und zerstört werden. Das ist nicht so, ganz im Gegenteil. Es hilft bei der Dekarboxylierung der Ibutensäure zu Muscimol. Und das ist ja der Effekt, den wir gerade erreichen wollen. Und das machen wir nicht nur im Wasser, dass wir diesen Tee mit Wasser einfach so kochen, sondern wir fügen auch noch den Saft von der Zitrone hinzu. Das hat den Sinn, dass wir den pH-Wert sauer machen wollen. Ja, weil eben auch Studien gezeigt haben, dass ein saures pH-Milieu dabei hilft, dass die Dekarboxylierung verstärkt wird. Ja, und dann, wenn wir das gemacht haben, also das Fliegenpilzpulver, diese homogene Masse mit Wasser und Zitronensaft für so 20 Minuten bis eine halbe Stunde gekocht haben, dann filtern wir das Ganze noch, dass wir also wirklich nur die Flüssigkeit zu uns nehmen und nicht das Pulver, weil da gibt es wieder eine andere Studie, die hat den Zusammenhang untersucht, welche Konsumformen haben sozusagen die höchste Wahrscheinlichkeit, dass man sich übergeben muss und dass es Übelkeit auslöst. Und die ist zu dem Ergebnis gekommen, dass eben die effektivste Methode, um sich nicht zu übergeben, ist, einen Tee zu kochen und den ohne das Fleisch oder ja, den Pilz eben zu trinken, den rauszufiltern, sondern wirklich die pure Flüssigkeit zu trinken. Ja, das ist so unsere Methode. Und so tasten wir uns daran, wenn wir sozusagen Fliegenpilze haben, getrocknete, geerntet haben, um zu gucken, wie stark wirken die dieses Mal und versuchen da wirklich sehr wenig zu nehmen. Und dann kommt es ja auch darauf an, was man damit vorhat. Wie gesagt, die Übergänge von einem heilenden Tee, der einfach nur leicht beruhigend ist, zu einem sehr potenten Tee, der einen in ganz andere Bewusstseinslevel befördert, sind fließend. Ja, also
Dementsprechend kann man da keine festen Aussagen machen, wann ist es wie. Ja, man muss sich halt leider, wenn man dieses Risiko eingehen will, daran testen, an die Dosierung. Ja, und dann werden wir das jetzt mal zubereiten, den Tee. Ja, jetzt haben wir ein Pulver hergestellt hier mit dem Mörser, eine homogene Masse. Und daraus werden wir jetzt unseren Tee kochen. Es gibt natürlich auch Leute, die den Fliegenpilz einfach so essen, getrocknet. Aber wie gesagt, da haben wir ungefähr, wenn es gut gelaufen ist, nur 30% der Ibotensäure umgewandelt. Das heißt, da sind dann immer noch relativ hohe Restbestände drin. Dann gibt es auch Leute, die den rauchen. Ja, wir sind eher von den Vorteilen des Nichtrauchens überzeugt. Und hinzu kommt natürlich noch, dass es, wenn man den raucht, auch da überhaupt keine Studien gibt, was dadurch die Verbrennung entsteht, kann man eigentlich auch nur spekulieren. Dementsprechend, wir stützen eben unser Rezept auf die Sachen, die wir aus den Studien so rausnehmen. Ja, also wie gesagt, jetzt haben wir unser Pulver, wiegen da die gewünschte Menge von ab und tun das dann zusammen mit frisch gepresstem Zitronensaft in heißes Wasser. Wir nehmen da relativ wenig Wasser, denn unser Ziel ist es, eine möglichst geringe Menge am Ende trinken zu müssen davon. Denn es kommt auch noch hinzu, der Geschmack, über den lässt sich definitiv streiten. Also es ist schon sehr intensiv, manche Leute mögen das. Wir mittlerweile überhaupt nicht mehr, komischerweise, bei den ersten Malen ging das noch, aber es wurde immer schlimmer. Also, ja, wir mögen den Geschmack nicht, deswegen machen wir nur eine ganz kleine Menge, die man trinken muss, so wie so ein Shotglas, dass es da reinpasst, ja, und halten die Luft an und trinken das dann. Also, ist eben eher wirklich wie eine eklige Medizin in einem gewissen Sinne, zumindest vom Geschmack her. So, jetzt haben wir Wasser hier zum Köcheln gebracht, bei uns auf Stufe 2 von 3 auf dem Herd, aber das kommt natürlich immer ganz auf den Herd drauf an. Und jetzt geben wir unsere abgewogene Menge Fliegenpilzpulver hinzu und geben den frisch gepressten Zitronensaft von einer Zitrone auch mit dazu. Und das Ganze sollte jetzt so 20 Minuten, halbe Stündchen köcheln. Und dabei ist es natürlich wichtig, dabei zu bleiben, gerade wenn man so wie wir eher wenig Wasser benutzt, dass es nichts anbrennt oder verbrennt bei der ganzen Sache. Ja, und dann schauen wir mal in 20 Minuten, 30 Minuten, wie das Ganze ausschaut. So, jetzt haben wir hier den Tee fertig gekocht. Jetzt muss er noch gefiltert werden. Ja, haben jetzt hier einfach mal so ein ganz klassisches Teesieb in so einer Tasse. Und da werde ich das jetzt einfach mal durchkippen. So. Ja. So sieht das Ganze dann aus, farblich. Das ist jetzt hier für 2 Personen schon, ne? Das müssen wir dann nochmal aufteilen gleich. Ja, so sieht das aus. Also da haben wir dann den Tee, so wie wir den machen. Ja, natürlich hat das Rezept jetzt nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Wie gesagt, ne, ihr geht das Risiko selber ein, wenn ihr das macht. Ja, wie man ja schon gesehen hat, viele Studien, die leider nicht am Menschen gemacht sind, aber
deuten zumindest darauf hin, dass dieser Pilz wirklich ein tolles Potenzial hat als Heilpilz auch. Ja? Nicht nur als Rauschpilz, sondern eben auch als Heilpilz. Und tja, damit es so bleibt, ja, damit es ein gutes Potenzial bleibt, und liegt es natürlich auch an euch, wenn ihr den Pilz konsumieren wollt, damit sehr respektvoll umzugehen. Ja, und ja, dass nichts schief geht, weil ja, wenn man will, dass irgendwas positiv sich weiterentwickelt, muss man halt auch dafür sorgen, dass es so bleibt. Und dementsprechend solltet ihr auf jeden Fall vorsichtig sein, den Pilz respektieren, und genau, dann seid ihr ganz gut beraten. Ja, die Studien, die verlinken wir natürlich alle unter dem Video, ja, also das ist natürlich auch sehr empfehlenswert für euch, das mal alles in Ruhe durchzulesen. Es ist sehr viel, es ist alles auf Englisch, ja. Studien sind auf Englisch meistens. Und da mal durchzugehen, durch die ganzen Sachen. Ja, und ansonsten, wir verlinken noch ein spannendes anderes Video auch, was ja vor vielen Jahren mal irgendwo in Großbritannien gemacht wurde. Ja, das ist mit Psychologen und anderen Medizinern, die dort in einem Experiment zwei freiwilligen Fliegenpilze verabreichen, um eben die Wirkung zu untersuchen. Also auch da, wenn ihr euch für die Wirkung interessiert und mal zwei Leute sehen wollt, sozusagen live dabei sein wollt, wie sie sich auf Fliegenpilzen verhalten, schon eher bei einer eher höheren Dosis, muss man dazu sagen, dann ist das auf jeden Fall ein Video, was nicht nur interessant ist, sondern auch relativ witzig. Ja, das war's soweit. Also hier haben wir den Tee. Wie gesagt, seid vorsichtig. Jedes Jahr sterben in Deutschland 74.000 Menschen an den Folgen von Alkoholkonsum und null an den Folgen von Fliegenpilzkonsum. Und damit es auch so bleibt, also vor allen Dingen das natürlich mit dem Fliegenpilzkonsum, müsst ihr sehr vorsichtig sein, euch gut informieren. Und ja, in diesem Sinne dann, alles Gute und bis bald.